So wie ich das sehe, muss es gleich seiner spekulativen Herkunft ein äußerst potenter Gegenstand sein, den Kelbara ihn unbedingt braucht. Du kannst auch sehen, es sind euch sogar zwei Pfauen in den Raum reingefolgt. Auch die Spuren deuten wohl darauf, dass die Pfauen hier umhergewandelt sind. Die haben sicherlich nicht den Schreibtisch untersucht und die Dinge mitgenommen, aber die Pfauen wussten wohl um diesen Raum. Außer wenn sie verwandelt sind. Ich schaue echt, ich deute auf eine Pfauen mit einer Aha-Geste, ich hab dich. Und wenn dann mal nichts passiert, zog ich mit den Schultern. Nun, Versuch war's wert. Zurück zum Thema, Kapitania. Ein solch potenter Gegenstand. Nun, wir werden ihn schon irgendwie finden, aber ich denke nicht, dass es sich daher um einen zufälligen Wandbehang handelt. Teure Behang, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ich denke, ich werde ihn genauer untersuchen müssen. Wir haben die Möglichkeit, wiederzukommen, wenn es nötig sein sollte, nicht wahr? Vermutlich. Jetzt, wo wir sichergestellt haben, klargestellt haben, dass man hier drin vernünftig navigieren kann, sind sowohl ich als auch Boltax in der Lage, uns hinein und hinauszubringen, ja. Dann lasst mich nur eine Kleinigkeit versuchen, bevor wir gehen. Ja, sicher doch. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Und dann gehe ich rum und fange an, die Wände mit der Unterseite meines Stabes abzuklopfen, ob da irgendwas hohl ist. Irgendwo hier muss doch noch etwas zu finden sein. Klopf, 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 klopf. Ah, hier. Nein. Serpentilio. Ja, Kapitania? Leise. Selbstverständlich, Kapitania. Klopf, 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 klopf. Sulamin hat den Schleier, den sie da von der Wand genommen hat, in den Händen und sie wird einen ganz einfachen Harmoniesegen versuchen mit dem Schleier in den Händen. Einfach um irgendwie zu sehen, ob es zu einer Wechselwirkung dazwischen kommt. Ja, du kannst den Harmoniesegen gerne wirken. Ja, und zwar hebt sie den Stoff ein wenig in Richtung Gesicht, sodass sie die Umgebung durch den Stoff sieht und murmelt leise in sich hinein. Geliebte Herren, gib mir ein Zeichen. Ich weiß, ich sollte es wissen, aber ich bin nicht sicher an diesem seltsamen Ort. Ich bitte dich, mache meine Augen blind für die Verwirrungen des Pfauenpalastes und lass mich sehen, was wirklich ist. Also du merkst wohl, dass dir die Liturgie wie von selbst über den Mund und über die Lippen geht. Und wenn du den Schleier vor deine Augen hältst, siehst du wohl grau dadurch, obwohl er rot ist. Das erklärt eventuell, warum er so sehr steinfarben aussah. Warum er auch immer das jetzt... Also wieso auch immer. Ob da jetzt irgendwie Silberfarben oder sowas eingenäht worden sind, weißt du nicht genau. Aber der Schleier an sich scheint wohl nicht zu glühen oder zu glimmen. Es gibt jetzt keine Wechselwirkung. Es riecht auch nicht weiter nach Rosen oder so etwas. Einfach nur, dass du ihn vor dein Gesicht hältst und alles ist grau. Serpentilio, wenn du ein bisschen herumklopfst, wirst du erkennen, dass Tsunamin verschwunden ist. Also, sie ist ja auch egal. Also, ja, Tsunamin war wohl mal hier, aber ja, gut, dann, wenn sie halt nicht mehr hier ist, dann gehst du halt. Aber ist Hassan noch hier? Hassan ist noch da. Genau, dann sagt er relativ nachschauend erstmal zu ihm: Ihr solltet hier nicht bei der Kapitania sein? Wir sollten gehen. Ja, hier drin gibt es offensichtlich nichts zu finden. Eine Schande drum. Suchen wir nach den anderen. Vielleicht gehen wir nach draußen, vielleicht haben sie etwas gefunden. Ganz genau mein Gedanke. Ja, und dann geht es nicht ganz Hand in Hand, aber brüderlich geeint hinfort. Sulamin sagt, sie ist sich des Effekts ja nicht bewusst. Ja, ihr habt recht. Und geht dann hinter ihnen her. Und ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht groß Taschen bei mir haben. Ich schlinge mir den Schleier um die Hüften.
Ja. Und so könnt ihr nach draußen gehen. Einige Stunden später. Ihr sitzt im Hotel. Ihr habt euch wieder getroffen. Draußen vor dem Palast habt ihr Hassan und ja, Serpentilio wieder aufgelesen. Und Diamantis ist kurz verschwunden. Er sagte wohl etwas davon, dass er wieder in den Zug gehen wollte. Und dann öffnet sich nach grob einer Stunde wieder die Tür. Und ihr könnt sehen, wie Serpentilio... Und ihr könnt sehen, wie Diamantis mit einigen Blutspritzern an seiner Kleidung wieder nach drinnen kommt. Er sieht zufrieden aus. Kann ich mir ein Nachtbind mitgenommen haben? Nein, die sind alle tot. Ja, ich spreche von dem Schwert. Ich gehe davon aus. Ach so, ja. Ja, nein, das... aber du kannst einen Vogel in dem Käfig kriegen. Wow. Das ist eine klassische Nachtbind-Situation. Nein, du kannst selbstverständlich auch mit einem... schön geschliffenen maraskanischen Stahl Nachtwind in deiner Hand vorbeikommen. Ja, großartig. Ich beginne eine Sammlung. Zulamindis, also du warst zwar dabei und vielleicht hast du auch irgendwie was gesagt oder so, aber die anderen Leute waren die haben es einfach nicht bemerkt. Du warst ihnen einfach egal. Ihr seht aus wie Scheiße. Wo wart ihr denn schon wieder? Und voller Blut seid ihr auch noch. Komisch, so fühle ich mich gar nicht. Na, unsere Abfahrmöglichkeit im Hafen steht bereit. Wir können also jederzeit los. Ihr habt aber nicht ein Schiff geentert, oder? Was? Oder? Nein. Ich habe den Weg durch den Zug genommen und dort sind mir nun einige dieser Nachtbünde über den Weg gelaufen. Oh je, schon wieder. Legt euch nicht mit denen an, das sind übrige Zeitgenossen. Wie sieht diese Mitfahrgelegenheit aus? Nun, trägt ihn doch. Mitfahrgelegenheit bedeutet in diesem Falle was also? Nehme nicht an, dass ihr einen freundlichen Kapitän eines Fischkutters gefunden habt, der uns mitnehmen möchte? Zulamin, der Brief, den Zulamin nach Al-Anfa geschickt hat, ist wohl angekommen. Zumindest ist das entsprechende Schiff im Hafen. Ich meine, dass Zulamin irgendwas von einem Brief gesagt hat, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß auch nicht, was in dem Brief stand. Sollt ihr das nicht wissen? Sie wird schon wieder auftauchen. Ja, gute Frage. Wie seid ihr Leibwächter? Bitte. Ihr müsst doch wissen, wo sie ist. Interessiert mich nicht. Zulamin betrachtet das Gespräch fasziniert und löst dann den Schleier von ihrer Hüfte. Ihr seht, hier, da ist sie doch. Kein Grund der Panik. Naja, sie muss wohl in der Ecke gestanden haben. Hab die gar nicht gesehen da vorne. Meinem Auge entgeht sonst nichts. Ihr solltet euch nicht so anschleichen. Eigentlich saß ich die ganze Zeit dort drüben. Lumin zeigt da, wo sie die ganze Zeit gesessen hat. Aber... Ja, bestimmt. Du saßt die ganze Zeit da drüben. Ja, klar. Unwahrscheinlich. Raffin, sieh mich an. Und sie schaut ihn intensiv an und legt sich den Schleier um die Schultern. Naja, Diamantis, was ist jetzt eigentlich mit dem Schiff? Ja, was ist das überhaupt für eines? Ja, wir können es... das ist eine der Chimäre. Ja. Name ist mir nicht genau bekannt, ist zumindest nicht das, womit wir Chiaras mitgeschickt haben. Man muss sich wohl schon auf dem Weg nach Janka begeben haben und eines der... Schiffe des Patriarchen. Also Zulamin, es ist schon echt frech, dass dich Raffim, nachdem du ihn gebeten hast, dich einfach wieder ignoriert. Das hat er sonst nie gemacht. Aber er ignoriert dich einfach. So dumm ist Zulamin nicht. Sie hat selber noch die Fex-Theorie aufgestellt. Ja. Aber also, wie gesagt, also das war jetzt auch gerade der Beweis für dich. Du hast es ja explizit eben gerade darauf angelegt, aber es ist halt unhöflich, dass er. Also sowas würde Raffim nicht machen. Ja. Ich traue Raffim schon vieles zu. Ja, Zulamin legt den Schleier wieder ab. Naja, also wie Abel mir schon gesagt hat, diese Anschleicherei von euch, das wird langsam alt. Keine Sorge, ich hatte nicht vor, das jetzt dauernd zu tun. Wir haben den Schleier. Den ihr gesucht habt? Ja. Wo habt ihr ihn gefunden?
Ihr meint aber nicht dieses alte Ding, das an der Wand hing. Doch. Er möchte uns glauben lassen, dass er nicht besonders ist, aber genau das macht ihn besonders. Als ich ihn mir umgelegt habe, habt ihr aufgehört, mich zu beachten. Ah, dies ist also ein Effekt des Artefaktes. Das erklärt auch, warum ihn trotz dieser offensichtlichen Positionierung niemand gefunden hat. Er hing vor einem Türdurchgang. Nein, und? Nicht der Türdurchgang, oder? Naja, da habe ich mir doch wieder irgendwas gesammelt. Habe mir, was hast du wieder eingesammelt? Hier so und so was Langweiliges. Hier, dieses Tagebuch. Was? Ja. Wir waren in einem Raum, aber er war schon leer. Jemand war uns zuvor gekommen. Das wart ihr? Ja, wir waren etwas gründlicher in der Suche. Wir haben auch noch ein paar Karten gefunden. Auch bei allen 17, welch ein glücklicher Zufall. Wir hatten schon befürchtet, dass jemand anders uns zuvor kam, aber es wart nur ihr. Und wie Abelmir uns gesagt hat, steht auch im Tagebuch, wo sich der Gürtel befindet. Das heißt, wir haben jetzt den Schleier und wissen, wo wir zum Gürtel kommen. Wozu genau? Diese Karten führen uns zu einem Observatorium. Man muss einen bestimmten Befehlssatz aussprechen und dann entflieht die Verhüllung. Nun, denkt ihr, wir sollten Kelbara darüber in Verbindung... in Kenntnis setzen oder uns der Sache einfach selbst annehmen und sich vor vollendete Tatsachen stellen? Nun, wir wollen etwas von ihr. Wir wollen diesen Tetraeder. Nun, selbstverständlich. Aber sie will den Schleier und den Gürtel. Er hat nicht zwangsweise die Bedingung gestellt, bei seiner Bergung dabei zu sein. Ich fürchte, wir brauchen ihre Hilfe bei der Bergung. Warum das? Weil sie die Erbin ist. Die Erben Niobaras und Donatians. Sie muss den Tetraeder bedienen. Na gut. Naja, und wir müssen sie eh mitnehmen, also da gewinnen wir nichts. Ich habe allerdings eine Frage. Welche? Sulamin, kann ich mir mal den Schleier leihen? Ich möchte was ausprobieren. Bitte. Sulamin reicht ihn dir. Ich würde mir den Schleier umbinden. Hat er bei mir den gleichen Effekt? Ja, hat er. Ich möchte Abel mir auf den Hinterkopf hauen. Ich guck, wie er entrüstet um, wer mich da schlägt. Da kann man keinen. Also du kannst Rafim dann sehen, aber es ist dir einfach egal, dass er dich gerade gehauen hat. Dein Kopf schmerzt, aber es ist dir egal. Abel mir, wenn ihr mir doch bitte zuhören würdet, also um Himmels Willen. Jedenfalls, ihr hattet ihre Zeit, euch dieses Bild genauer anzusehen? Natürlich. Es ist das Gleiche wie in Janka. Exakt das Gleiche? Exakt das Gleiche. Nun, ich hatte die, zugegeben aus dem Ärmel geschüttelte Hypothese, man könnte vermutlich die Sekarian-fressende Komponente mit einer alternativen Kraftquelle speisen. Stützt es bei einer Analyse? Ich weiß, bin gerade so nicht sicher. Weiß nicht. Weiß ja nicht, was du gemacht hast. Ich habe einen Analyse gewirkt, also vorher eine Udem und einen Analyse. Einen ziemlich guten, glaube ich sogar. Ich hatte bloß rausgefunden, dass der gleiche Effekt ist wie in Yaka ist, dass ein Teil von seiner Seele drin steckt, aber ob das jetzt auch mit einer Kraftquelle funktioniert, ob was diese Kraftquelle bewirken soll, ist mir nicht ganz klar. Ja, hast du dann herausgefunden, was passiert, wenn man dem Ding Blutopfer bringt? Ja, ich hatte, glaube ich, auch ein wenig Blut geopfert, aber nicht so viel wie du. Wenn man dem Ding ein ganzes Blutopfer bringt. Ich würde es nicht tun. Dies ist nicht die Frage, Abelmir, die ich gestellt habe. Wenn ihr es nicht wisst, dann werden wir es wohl experimentell ergründen müssen. Wir sollten sowas überlassen. Blutopfer sind niemals gut. Deswegen sagte ich ja, dass wir eine alternative Kraftquelle hinanziehen müssen. Das müsste irgendwie gehen. Unter Umständen, nun, man könnte natürlich versuchen, Tierblut hinreichend mit Strahlkraft anzureichern. Es ist allerdings ein... Ich hatte schon ausgeführt, dass ein Teil seiner Seele drinsteckt, seines Kerns in diesen Bildnissen. Nun, wann hat einer... Ich bin mir sicher, ob wir ihn freilassen sollten. Wann hat eine halbe Seele jemals jemandem geschadet? Nun, es wurde noch nie ergründet, was passiert, wenn man seine Seele in ein Objekt gibt. Dann sieht dies doch stattdessen als die Möglichkeit an, die es ist, nämlich diese an einen hervorragenden experimentellen Beitrag zur Gilde magischen Wissensschatz zu bringen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Methode gutheißen kann. Man merkt immer noch, dass ihr an einer weißen Schule aufgezogen wurde. Nein. Wo ist euer Forschergeist? Wo ist euer Entdeckungsdrang? Ich bewerte nur das Risiko-Nutzen-Potenzial anders als ihr. Nun, glücklicherweise brauche ich euch zur Durchführung nicht. Ja, ich denke, würde den Schleier wieder abnehmen, Solamin anschauen. Also damit kann man diebisch Spaß haben, ich bin ganz ehrlich. Nicht, dass ich was gemacht hätte. Bestimmt nicht. Aber eure Diskussion wird nicht interessanter, nur weil ihr einen nicht bemerkt, können wir die einstellen. Nein, im Grunde haben wir alles. Wir können uns auf den Weg machen. Wir müssen nur noch Kalbara einsacken. Ja, Kapitän, ja, ich werde euch über den Fortschritt der Experimente informieren, falls wir in Jaka einlaufen. Nun, das besprechen wir dann. Es gibt allerdings noch eine Sache, da ihr gerade Janka erwähntet. Wie gesagt, ich habe einen Brief von Rabenmund erhalten. Und er ist kein Grund, nicht nach Janka zu segeln. Er ist vielleicht eher ein Grund, erst recht nach Janka zu segeln. Zuramin zieht mal den Brief hervor. Es sieht allerdings so aus, als hätte sich die Bevölkerung meiner Stadt zwischenzeitlich in etwa verdoppelt. Und zwar durch einen Zustrom an Flüchtlingen aus dem Norden. Es handelt sich vor allem um Bornländer und Tobria. Es scheinen allerdings sogar Zwerge dabei zu sein. Aber was rede ich, vielleicht lese ich ihn euch einfach einmal vor. Werte Zulamin, ich wurde darüber informiert, dass ihr derzeit in Elberum weilt. Mit den spärlichen Informationen, die ich von eurem Signore Dottore Rumpel erhielt, hoffe ich jedoch, dass euch dieser Brief trotz Tarnidentität in einem der Gasthäuser erreicht. Die Beilunker-Reiter versicherten mir, sie erreichen jeden überall. Zunächst zum Unwesentlichen. Janka blüht auf unter meiner Feder. Ihr könnt euch hoffentlich alsbald ein Bild vom Wiederaufbau machen, doch darum soll es hier nicht gehen. Uns erreichten in den letzten Tagen einige Schiffe mit verschiedenster Heraldik, die in unserem Hafen anlegten. Ihre Flaggen wiesen sie als Bornländer oder Tobria aus. Neben einem zwergischen Schiff, mit rein zwergischer Besatzung, auch viele Festumiser und Rettungskonvois aus Valusa und Ilsur. Wir versorgen die Leute an Bord derzeit. Eure spärliche Apanage wird dadurch aber leider aufgezehrt. Ich hoffe, ihr vergebt mir diese Anmaßung. Jetzt wissen wir auch, wieso die Madabasarion nicht der Meinung waren, dass sie uns noch Geld schulden. Die Berichte diesbezüglich sind zwar von Wichtigkeit, doch habe ich bereits erfahren, dass ihr von der Zerstörung von Nersand, Festum, Valusa und Ilsur hörtet. Sicherlich Augenzeugen selbst befragen können. Viele weitere Flüchtlinge befinden sich wohl derzeit in Zorgan. In Anlehnung an das Jahr des Feuers sprechen die ersten bereits von einem Jahr der Flut. Zudem gibt es auch gute Nachrichten. Ihre Gnaden Ephanora berichtet mir, dass das Ephatorn aus Valusa, sie haben das Ephatorn aus Valusa mitgebracht. Dies wurde bei der Flucht bereits in unsere Arme gespült und die Zwerge brachten es auf ihrem Schiff mit. Sie sind wild entschlossen, sich dem gerechten Kampf anzuschließen. Derzeit befinden sich im Hafen 23 Schiffe, etwa 3000 Flüchtlinge, 1017 wild entschlossene Helden zur See, hier hat er offenbar genau gezählt, 26 Geweihte der verschiedenen Götter. Ihr seid derzeit bei der Madabasari verschuldet mit 7000 Dukaten. Ich bitte diesen Umstand zu verzeihen. In allergrößtem Respekt und in Gänze meines Verstandes, vöglicher Emissär der Visierer Wilbu von Rabenmund. Das ist eine gewisse Summe. Ist es. Aber ich heiße es gut, dass Rabenmund sie investiert hat. Denn wir können die Leute schließlich nicht verhungern lassen. Nein, aber die Frage ist, warum die Madabasari es nicht für nötig hielt, uns über diesen Umstand in Kenntnis zu setzen. Das frage ich mich allerdings auch. Zumal hier nicht die Rede davon ist, dass, nun ja, was sie uns wegen der Dämonenarche schulden, bereits verrechnet wäre. Aber nun, vielleicht hat Rabenmund sich dieses Detail gespart. Nun, zumindest haben wir das Ephatorn jetzt in unserem Besitz. Hm.
Wie war? Dies erspart uns eine lange und anstrengende Reise. Wir sollten Sorge tragen, es so schnell wie möglich zu sichern, ehe jemand anders auf die Idee kommt, er könne es einer besseren Verwendung zuführen als wir. Das ist wahr. Und nun ja, bei all den Problemen, die dieser Zulauf mit sich bringt, sehe ich doch auch Chancen. Das ist keine ganz kleine Streitmacht, die sich dort in Janka eingefunden hat. Oh ja, das wohl auch. Nun, es wird sich zeigen, welche von diesen Schiffen wirklich zum Kampf taugt und welches nur als Flüchtlingsboot nun ja funktionierte. Nun, über die Schiffe steht hier nichts, aber immerhin etwas über 1000 Kämpfer, das ist ein Drittel der Leute, die eingetroffen sind, und 26 Geweihte. Das ist nicht nichts. Nun, Ihren Kompetenzgrad schätzen wir mal als unbekannt ein. Naja, sie werden sich schon auf dem Schlachtfeld beweisen oder sterben. Eine sehr pragmatische Ansichtsweise der Sache. Aber ja, ich denke auch. Nun, wir sollten nutzen, was wir kriegen können. Nun, vielleicht sollten wir uns erstmal den Problemen zuwenden, denen wir aktuell begegnen. Ja, die wären. Nun, wir müssen dieses Observatorium finden. Ja, das ist ja eher auf dem Weg. Ja, erst einmal müssen wir uns Kelbarra einsacken. Und dann auf dem Schiff. Vom Schiff aus können wir sicherlich zu der entsprechenden Küste fahren. Vielleicht Entschuldigt, uns die Navigatoren helfen. Ich war vorher ein wenig abgelenkt. Wo vermutet ihr dieses Observatorium genau, Abelmir? An der Küste. Raffi, mal drückt einmal meine Karten heraus. Ich hab sie da an dich genommen. Ja, richtig. Hier. Da, wo wir diese Hexen getroffen haben? Oder weiter südlich? An der Küste von Elborum, nördlich von hier. Wenn wir die Küste entlang fahren, hier stehen. Wir können anhand der Sterne berechnen, wo genau das sein sollte. Und hoffentlich ist das nah genug, dass diese Worte, die Magister Abel mir aufgefasst hat, helfen. Naja, ich meine, es ist ein Observatorium, wird schon irgendwo auf dem Berg stehen. Die Beschreibung war von etwaigen Klippen, wenn ich mich recht erinnere. Ich fürchte, davon wird es nicht allzu wenig geben, aber ich denke, wir werden sie finden. Ja, aber mir ist ja gut bezahlt, der kann ja auch mal was Sinnvolles tun. Nun ja, jeder kann auch schon nach Klippen halten. Wir müssen nach den Sternen navigieren. Hier ist das beschrieben. Ich zeig mal, hol mal dieses Tagebuch raus und blätter mal die Stelle auf, an der die Beschreibung steht, wie man dieses Observatorium nach den Sternen finden kann. Ich habe nur noch eine Frage. Wie stellen wir denn sicher, dass die Alte mit dem Gürtel und diesem Ding nicht einfach abhaut? Nun, den Schleier werde ich tragen. Ich werde ihn ihr nicht überlassen. Sollten wir den Gürtel finden, hat sie gesagt, möchte sie, dass er in den Schleier eingeschlagen wird, um seine Kräfte zu bannen. Auch das ist nichts, was wir ihr übertragen müssen. Es stellt sich nur die Frage, was wir danach tun, wenn wir dies alles, so es geschehen sollte, mit diesem Schleier und dem, nun ja, dämonischen Artefakt tun. Wegen dieser Sache möchte ich ihr gerne noch einmal auf den Zahn fühlen. Sie scheint der irrigen Annahme zu sein, dass sie in der Lage wäre, den Gürtel zu zerstören. Aber daran habe ich doch ernste Zweifel. Nun, dann lasst euch doch das Vorgehen von ihr erklären. Ja, ich denke, das Beste, worauf wir hoffen können, ist, ihn irgendwo wegzuschließen. Aber sie scheint daran zu glauben, ihn zerstören zu können. Was besser wäre, aber... Nun, ob ihr glaubt oder nicht, ist relativ unerheblich für den Hergang der Dinge. Schließlich brauchen wir sie für den Tetraeder. Und ohne uns ihrer Methode anzuschließen, werden wir diese nicht bekommen. Wir haben also keine andere Wahl.
Gut, dann eine Sache noch. Ich würde ungern die Pferde hier zurücklassen. Sind wir sicher, dass es einen unbestreitbaren Vorteil bietet, das Observatorium von See aus anzusteuern? Nun, Klippen kann man zu Wasser wesentlich besser kennen und erreichen. Die Klippen zu ersteigen wird natürlich eine gewisse Aufgabe werden, aber man kann diese Klippen wahrscheinlich viel besser sehen von See aus als von Land. Naja, meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass sie da auch mit dem Schiff hingefahren und da nicht hingelaufen sind. Vermutlich gibt's einen Weg nach oben. Nun, das werden wir sehen. Nun, vielleicht könnte man die Tiere verladen oder jemanden beauftragen, sie nach Janka zu führen. Und ich denke, das wird in einer solchen großen Stadt kein Problem sein. Ja, soll ich mich darum kümmern? Also was soll ich lieber, ist jetzt die Frage. Es würde bestimmt beides gehen. Dann verladen wir sie auf das Schiff. Ja, wie ihr möchtet. Wollen wir uns darauf verlassen, dass sie Möglichkeiten hat? Wollen dann gesehen auf das Schiff kommen oder habt ihr Ideen? Naja, meine Idee war jetzt der Schleier, aber das Tsunami ist ja schon abgeschlagen. Ja, wir können sie aber mit dem Schleier aufs Schiff bringen und ihr nichts sagen, wo man den Gürtel zu finden hat. Somit muss sie gezwungenermaßen mit uns kommen. Wir sollten vielleicht erst einmal mit ihr sprechen und nun dann unsere Optionen abwägen, wie wir sie aufs Schiff bekommen. Vielleicht hat sie selber auch Möglichkeiten, ungesehen auf das Schiff zu kommen. Ja, durchaus möglich. Miva, sie hat das immerhin bisher auch geschafft, sich verborgen zu halten. Sie ist eine fähige Magierin, ich bin mir sicher. Sie wird Ideen haben.